Nächster Eklat, der an die Öffentlichkeit gesickert ist, mit einem Taschenspielertrick und verfassungswidrig obendrein, hat ja die Bundesregierung den Nachtragshaushalt damals deklariert, 2021. Und jetzt wollen sie mit dem nächsten Taschenspielertrick, haltet euch fest, die Notlage für Deutschland rückwirkend für 2023 festlegen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wisst ihr, es gab jemand, der unter anderem all dieses ganze Schlamassel, welches wir jetzt gerade durch diese Verfassungskrise und so weiter haben, vorhergesehen hat und teilweise Wort für Wort das wiedergegeben hat damals, was jetzt das Verfassungsgericht geurteilt hat. Und dieser jemand war Alice Weidel. Und wir werden uns gleich diese Rede von Alice Weidel von vor 2 Jahren nochmal genau anschauen. Aber jetzt erstmal zum aktuellen, zur aktuellen Situation. Hier schreibt nämlich der Hauptstadtjournalist Michael Bröcker Folgendes. Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses Bundestag wird verschoben, denn zunächst soll Etat 23 korrigiert werden durch rückwirkende Erklärung einer Notlage und schließend von Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds und Fluthilfefonds. Neuer Etat 24 folgt, notfalls mit Sondersitzung Dezember Ampel. Das ist sowas von heftig, wenn ihr mich fragt. Und hier berichtet auch Apollo News direkt darüber, die dann auch schreiben, ne, dass eine Regierung am Ende des Jahres plötzlich einen Notstand bemerkt, der rückwirkend für das gesamte Jahr gelten soll, ist natürlich ein ganz glasklarer Missbrauch und eine Missachtung jener Definition eines Notstands. Ja? Wie soll das wiederum verfassungsrechtlich gelten? Ein Notstand tritt ja gerade dadurch aus, dass er nicht vorhersehbar ist, dass er plötzlich kommt, gravierende Auswirkungen hat. Ein Tsunami, eine Flutkatastrophe, ein Meteor, irgendein Krieg mitten in Deutschland. Diese Dinge gelten dann eben, und das sieht das Grundgesetz auch vor, dafür könnte die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Wenn jetzt tatsächlich das Rückwirken für 2023 gemacht hat, dann hat ja unter anderem die FDP schon wieder glasklar gegen genau das verstoßen, was sie ja bereits vorher angekündigt haben, sie nicht machen werden. Also, aber ich glaube, die werden das tatsächlich machen, weil das ist für die der leichteste Trick, wie die jetzt einfach weiterhin ihr Geld und ihre Milliarden in der Welt verteilen. Scholz ist gerade jetzt ja hier aus der Afrika-Reise hier zurückgekommen und er wird wahrscheinlich dann wieder gleich mit irgendwelchen geschnürten Paketen und so weiter daherkommen. Aber wir haben hier dieses Video gefunden, ja, und ich habe eine Weile gesucht, bis ich das gefunden habe. Und zwar von 2021 am 15.12. Da gab es die Regierungserklärung vom Bundeskanzler Olaf Scholz, 1 Stunde lang ungefähr. Und danach gab es entsprechend noch von unterschiedlichen Parlamentariern im Bundestag Antwortreden dazu. Und jetzt schaut mal ganz kurz, was Alice Weidel hier genau bei Minute 2:39 sagt über genau das aktuelle Thema, was heute jetzt 2 Jahre später zu dieser Verfassungs- und Staatskrise in Deutschland geführt hat. Herr Lindner, von der Umfallerpartei FDP, der in ferner Vergangenheit gern und viel von soliden Staatsfinanzen sprach und versprach, liegt als erstes ein Nachtragshaushalt. Liegt als erstes ein Nachtragshaushalt von 60 Milliarden Schulden vor. Da hätte der Lind mal nicht auf dem Handy tippen sollen, sondern vielleicht mal zuhören sollen, weil dann hätten die das vielleicht noch verhindern können. Als Notar der kommenden grün-roten Ausgabenorgien zweckentfremdet der Bundesfinanzminister also überdimensionierte Kreditermächtigungen seines Vorgängers und des Bundeskanzlers, um künftig noch mehr Geld für grüne Klimaschutz- und Energiewende-Planwirtschaft verpulvern zu können. Was für ein Start ins Amt mit unseriösen und verfassungsrechtlich bedenklichen Finanztricksereien. Vor 4 Jahren, Herr Lindner, hieß es bei Ihnen noch, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Heute lautete die Devise, Hauptsache in der Regierung sitzen als Steigbügelhalter für grün-linke Projekte und Allmachtsfantasien.
Also, das ist ja wirklich der Wahnsinn, ne? Wort für Wort hat sie das eigentlich wiedergegeben und auch exakt alles richtig vorhergesehen. Da gab es dann noch damals immer auch die ganzen Zwischenrufe, so wie jetzt auch. Aber, wie man ja jetzt gesehen hat, die Realität hat ihr recht gegeben. Genau 2 Jahre später ist vorbei mit diesen Taschenspielertricks. Und das Schlimme ist, die wollen jetzt mit dem nächsten Taschenspielertrick einfach ihren vorherigen Fehler wieder mit neuem Kit sozusagen überstreichen. Das muss man sich mal, das muss man sich einfach mal geben. Und wisst ihr, das ist eine Verbindung, die habe ich jetzt in den letzten Tagen, in der letzten Woche schon häufiger gezogen. Und ich habe noch niemand in den Medien gesehen, der diese Verbindung gezogen hat oder der das gesehen hat. Aber ich sehe ganz klar bei diesem Thema, wie denkt eigentlich unser geliebter Herr Haldenwang vom Verfassungsschutz darüber? Weil der Verfassungsschutz hat doch eigentlich die Aufgabe, die Verfassung zu schützen, oder? So, was macht er eigentlich den ganzen Tag jetzt, wenn die Regierung die ganze Zeit verfassungswidrige Tricks und so weiter macht, ne? Und deswegen habe ich das gerade auch auf X geteilt, da könnt ihr mir gerne folgen, Kolja Barkon auf X, ja. Hat Thomas Haldenwang eigentlich schon damit angefangen, die Bundesregierung wegen verfassungsfeindlichem Handeln zu beobachten? Oder ist er noch zu sehr mit dem Kampf gegen die AfD beschäftigt, die die ganze Misere nicht verursacht, sondern in vielen Fällen korrekt vorhergesehen hat? Ja, und das ist doch jetzt mal eine spannende Frage, oder? Was macht eigentlich gerade Herr Haldenwang? Was analysiert er gerade? Wo steckt er gerade mit seinem Team die Köpfe zusammen? Hier wäre doch mal langsam eigentlich eine Art Überwachung notwendig, zu gucken, sag mal, was genau machen eigentlich die Leute dort in der Regierung, dass das dann vom Verfassungsgericht die ganze Zeit hier abgeurteilt werden muss, Jahre später. Und ist, weil man muss ja auch Folgendes sagen, jedes Mal, wenn die jetzt wieder einen neuen Beschluss machen, dann braucht es wiederum eine Klage der Opposition, dann braucht es wieder Jahre mutmaßlich, bis dann das Verfassungsgericht wieder urteilt. Und in der Zwischenzeit machen sie, also die haben ja die letzten 2 Jahre quasi verfassungsfeindliche Politik gemacht und jetzt kam erst das Urteil. Ja, aber nur, das ist ja, versteht ihr, was ich meine? Also, wenn jetzt jemand beispielsweise 2 Jahre lang irgendwie Steuern hinterzieht oder so und dann kommt irgendwann das Urteil, dann kommt es dann zwar erst raus, aber die letzten 2 Jahre ist ja schon Schaden entstanden durch diese ganze grün-linke Planwirtschaft und so. Genau wie Alice Weidel es hier korrekt beschrieben hat. Steigbügelhalter für grün-planwirtschaftliche Experimente. Und deswegen finde ich, sollte man jetzt mal hier langsam den Fokus nicht auf die Opposition ständig und was die, weil die haben keine Regierungsverantwortung, ja? Herr Haldenwang, wissen Sie, ich bin ja auch immer für Fairness. Also wenn die AfD mal an der Macht ist, ja, dann ist es an der Zeit, dass sie dort mal schauen, was dort gemacht wird und so weiter. Aber doch nicht jetzt, wo die AfD hat keine Regierungsverantwortung, ja? Die AfD muss man jetzt nicht die ganze Zeit von morgens bis abends durchleuchten und gucken, oh, wie schaden sie irgendwie Deutschland oder so. Zumal man es offensichtlich aktuell nicht wirklich erkennen kann, wo sie das tun, wenn ihr mich fragt, ja. Aber es ist doch immer die Regierung, die Macht hat. Und die muss man genau überprüfen. Und da ist, glaube ich, genug Arbeit jetzt mal zu leisten, auch von dem Verfassungsschutz, dass man dort mal richtig nachguckt und mal so ein bisschen schaut, was wird da eigentlich jetzt schon als nächstes wieder für einen Trick angewendet, um hier mit dieser selbstverschuldeten, wohlbemerkt, Misere hier wieder umzugehen? Das, weil die einzige Notlage, die die haben, ist, dass sie jetzt nicht mehr das ganze Geld ausgeben können. Na und? Ja? Die wollen das jetzt verpacken, so von wegen so, ja, die ganzen Jobs hängen daran und die ganze Wirtschaft geht den Bach runter und so. So ein Käse. Seit wann wächst denn in einem Land die Wirtschaft, weil der Staat rund um die Uhr irgendwelche Planspielexperimente und Subventionen macht? In genau das Gegenteil ist der Fall. Die Wirtschaft und der Wohlstand und die Jobs wachsen in einem Land dann, wenn die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer produktiv und vor allem fleißig zusammenarbeiten und der Staat es ihnen einfach ermöglicht, das zu tun und möglichst in Ruhe lässt die ganze Zeit. Dadurch wird Wohlstand erschaffen, ja. Hier in Spanien hatten, wisst ihr, wann wir den höchsten Wirtschaftswachstum hatten? Als es eine Regierungskrise gab und keiner in der Regierungsverantwortung was gemacht hat, hatte Spanien auf einmal über 3% Wirtschaftswachstum, ja. Das heißt, immer dann, wenn die Politik nichts macht
und niemanden im Weg steht, dann funktioniert eine Volkswirtschaft am besten. Die wollen natürlich jetzt Angst verbreiten, so von wegen, oh nein, wenn wir jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben. Das Einzige, was dann passiert, wenn die jetzt nicht mehr Geld ausgeben, ist, dass die Leute merken, dass es auch ohne diese ganzen staatlichen Ausgaben Willkür geht. Und so. Was habe ich da jetzt noch, letzter Punkt, ja, was habe ich ja gesehen mit der Kindergrundsicherung? Stimmt das ja, dass die extra nur wegen dieser neuen Kindergrundsicherung 3.000 bis 5.000 neue Beamtenstellen installieren wollten? Das kannst du dir doch einfach nicht mehr geben. Es ist nur noch ein Verwaltungsapparat, der sich selbst neue Probleme schafft, um dann wiederum Lösungen für diese Probleme, die selbst verursacht sind, vorzuschlagen. Es ist einfach nur eine riesige Clownshow.